Hallo miteinander. Schön, habt ihr den Kanal von der Speech Academy eingeschaltet und ich lese euch heute das Märchen «Die Schneekönigin» vor. Und zwar ist das von Hans Christian Andersen und ich darf es lesen dank dem Verlag Reader's Digest. Ich lese euch die ersten drei Geschichten. Das ist nämlich ein Märchen in sieben Geschichten. Erste Geschichte: Der Spiegel und die Scherben. Es war einmal ein böser Kobold, einer der allerärgsten. Es war der Teufel. Eines Tages war er recht bei Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, der die Eigenschaft besaß, dass alles Gute und Schöne, das sich darin spiegelte, fast zu einem Nichts zusammenschwand. Dafür das, was nicht taugte und sich schlecht ausnahm, hervortrat und noch ärger wurde. Die herrlichsten Landschaften sahen wie gekochter Spinat darin aus und die besten Menschen wurden widerlich oder standen auf dem Kopf ohne Rumpf. Die Gesichter wurden so verdreht, dass sie nicht zu erkennen waren und hatte man eine Sommersprosse, so konnte man überzeugt sein, dass sie sich über Nase und Mund verbreitete. »Das sei äußerst lustig«, sagte der Teufel. Eines Tages, als der Teufel durch die Luft flog, um die Welt durch seinen Spiegel zu betrachten, entglitt ihm dieser und stürzte zur Erde, wo er in 100 Millionen, Billionen und noch mehr Stücke zersprang. Und da gerade verursachte er weit größeres Unglück als zuvor. Denn einige Stücke waren kaum so groß wie ein Sandkorn und diese flogen ringsumher in der weiten Welt. Und wo jemand sie ins Auge bekam, da blieben sie sitzen. Und da sahen die Menschen alles verkehrt oder hatten nur Augen für das Verkehrte bei einer Sache. Denn jede kleine Spiegelscherbe hatte dieselben Kräfte behalten, die der ganze Spiegel besaß. Einige Menschen bekamen sogar eine kleine Spiegelscherbe ins Herz. Und das war ganz greulich. Das Herz wurde einem Klumpen Eis gleich. Einige Spiegelscherben waren so groß, dass daraus Fensterscheiben gemacht wurden. Aber es war nicht gut, durch diese Scheiben seine Freunde zu betrachten. Andere Stücke kamen in Brillen. Und es ging übel zu, wenn die Leute diese Brillen aufsetzten, um recht zu sehen und gerecht zu sein. Der Böse lachte, dass ihm der Bauch platzte, und das kitzelte ihn so angenehm. Aber draußen flogen noch kleine Glasscherben umher. Nun werden wir es hören. Zweite Geschichte: Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen. Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Menschen und Häuser sind, dass nicht alle Leute einen kleinen Garten besitzen können, lebten zwei arme Kinder. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie hatten sich ebenso lieb, als wenn sie es gewesen wären. Die Eltern wohnten einander gerade gegenüber in zwei Dachkammern. Wo das Dach des einen Nachbarhauses gegen das andere stieß und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang lief, waren hölzerne Kästen aufgestellt. Darin gediehen zwei prächtige Rosenstöcke, gerade vor den Fenstern. Im Sommer nun durften die Kinder da draußen sitzen und zusammen spielen. Im Winter hatte dieses Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft ganz zugefroren. Aber dann wärmten sie Kupfermünzen auf dem Ofen und legten sie gegen die gefrorene Scheibe. So entstanden schöne Gucklöcher, durch die sie einander sehen konnten. Er hieß Kai und sie hieß Gerda. Draußen tanzten die Schneeflocken. »Das sind die weißen Bienen, die schwärmen«, sagte die alte Großmutter. »Haben Sie auch eine Bienenkönigin?« fragte der kleine Knabe, denn er wusste, dass es unter den wirklichen Bienen eine solche gibt. »Die haben sie«, sagte die Großmutter. »Sie fliegt dort, wo sie am dichtesten schwärmen. Sie ist die größte von allen und bleibt nie auf der Erde liegen, sondern fliegt wieder zu der schwarzen Wolke hinauf. In mancher Winternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und blickt in die Fenster hinein, die dann so sonderbar zufrieren
und wie weiße Blumen aussehen. Ja, das habe ich gesehen, sagten die beiden Kinder und wussten nun, dass es wahr war. Kann die Schneekönigin hier hereinkommen? Fragte das kleine Mädchen. Lass sie nur kommen, sagte der Knabe. Dann setze ich sie auf den warmen Ofen und sie schmilzt. Aber die Großmutter glättete sein Haar und erzählte andere Geschichten. Am Abend, als der kleine Kai zu Bett gehen sollte und schon halb entkleidet war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und guckte durch das kleine Loch. Ein paar Schneeflocken fielen draußen und eine von ihnen, die allergrößte, blieb auf dem Rand des einen Blumenkastens liegen. Die Schneeflocke wuchs und wurde immer größer und wurde zuletzt zu einer Frauengestalt. Sie trug ein Kleid, das aus Millionen von Schneesternen zusammengesetzt schien. Sie war so schön und fein, aber von Eis, von blendendem, blinkendem Eis. Doch war sie lebendig. Die Augen blitzten wie zwei klare Sterne, aber es war keine Ruhe noch Rast in ihnen. Sie nickte zum Fenster hin und winkte mit der Hand. Der kleine Knabe erschrak und sprang vom Stuhl herab. Da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel vorbeiflüge. Am nächsten Tag war klarer Frost. Und dann kam das Frühjahr. Die Sonne schien, das Grün keimte hervor, die Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden geöffnet und die Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten, hoch oben in der Dachrinne, über allen Stockwerken. Die Rosen blühten diesen Sommer prachtvoll. Kai und Gerda saßen und blickten in das Bilderbuch mit Tieren und Vögeln, da auf einmal, die Uhr schlug gerade 5 auf dem großen Kirchturm, rief Kai: »Au! Etwas stach mir ins Herz und etwas flog mir ins Auge.« Das kleine Mädchen legte ihm die Arme um den Hals. Er blinzelte mit den Augen. Nein, es war gar nichts zu sehen. »Ich glaube, es ist weg«, sagte er. Aber weg war es nicht. Es war so eins von diesen Glaskörnern, die vom Spiegel gesprungen waren, dem Zauberspiegel, von dem wir ja schon gehört haben. Der arme Kai hatte auch ein Körnchen genau ins Herz bekommen, das nun wie ein Eisklumpen werden sollte. Nun tat es nicht mehr weh, aber es war da. »Weshalb weinst du?« fragte er. »So siehst du hässlich aus. Mir fehlt ja nichts. Pfui!« rief er auf einmal. »Die Rose dort hat einen Wurm. Und sie, diese da ist ja ganz schief. Im Grunde sind es hässliche Rosen.« Und dann stieß er mit dem Fuß gegen den Kasten und riss die beiden Rosen einfach ab. »Kai, was machst du?« rief das kleine Mädchen. Und als er ihren Schreck gewahr wurde, riss er noch eine Rose ab und sprang dann in sein Fenster hinein, von der kleinen Gerda fort. Wenn sie nun mit dem Bilderbuch kam, sagte er, das sei etwas für Säuglinge. Und erzählte die Großmutter Geschichten, so kam er immer mit einem Aber. Ja, er ging hinter ihr her, setzte eine Brille auf und sprach ebenso wie sie. Das machte er ganz treffend. Und die Leute lachten über ihn. Bald kommt er Gang und Redeweise von allen Menschen in der ganzen Straße nachahmen. Alles, was ihnen eigen und unschön war, das wusste Kai nachzumachen. Und die Leute sagten, das ist sicher ein ausgezeichneter Kopf, den der Knabe hat. Seine Spiele wurden nun ganz anders als früher. Sie wurden so vernünftig. An einem Wintertag, da es schneite, kam er mit einem großen Brennglas, hielt seinen blauen Rockzipfel hinaus und ließ die Schneeflocken darauf fallen. »Sieh nun in das Glas, Gerda«, sagte er. Jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein zehnzackiger Stern. Es war schön anzusehen. »Siehst du, wie kunstvoll?« sagte Kai. »Das ist viel interessanter als die wirklichen Blumen. Und es ist kein einziger Fehler an ihnen. Sie wären vollkommen, wenn sie nur nicht schmelzen.« Bald darauf
kam Kai mit großen Handschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken. Er rief Gerda in die Ohren: »Ich darf auf den großen Platz fahren, wo die anderen Knaben spielen!« Und weg war er. Dort auf dem Platz banden die kecksten Knaben oft ihre Schlitten an den Wagen der Landleute fest und dann fuhren sie ein gutes Stück Wegs mit. Das ging recht schön. Als sie im besten Spielen waren, kam ein großer Schlitten, der war ganz weiß angestrichen, und darin saß jemand in einen rauen weißen Pelz gehüllt und mit einer rauen weißen Mütze auf dem Kopf. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum, und Kai band seinen kleinen Schlitten schnell daran fest, und nun fuhr er mit. Es ging rascher und rascher und in die nächste Straße hinein. Die Gestalt im weißen Pelz drehte sich um, nickte Kai freundlich zu. Es war, als ob sie einander kannten. Jedes Mal, wenn Kai seinen kleinen Schlitten losbinden wollte, nickte sie wieder und dann blieb Kai sitzen. Sie fuhren zum Stadttor hinaus. Da begann der Schnee so dicht zu fallen, dass der kleine Knabe seine Hand vor sich nicht mehr erblicken konnte. Nun ließ er schnell die Schnur fahren, um vor dem großen Schlitten loszukommen. Aber das half nichts. Ein kleines Fuhrwerk hing fest und es lief mit Windeseile. Da rief er ganz laut, aber niemand hörte ihn. Plötzlich hielt der große Schlitten und die Gestalt darin erhob sich. Der Pelz und die Mütze waren ganz und gar aus Schnee. Es war eine Dame, hoch und schlank, glänzend weiß. Es war die Schneekönigin. »Wir sind gut gefahren«, sagte sie. »Aber wer wird frieren? Krieche in meinen Bärenpelz!« Und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten und schlug den Pelz um ihn. Es war, als versinke er in einem Schneetreiben. »Frierst dich noch?« fragte sie. Und dann küsste sie ihn auf die Stirn. Oh, das war kälter als Eis. Das ging ihm gerade hinein ins Herz, welches doch schon zur Hälfte ein Eisklumpen war. Es war, als sollte er sterben. Aber nur einen Augenblick, dann tat es ihm recht wohl. Er spürte nichts mehr von der Kälte ringsumher. Die Schneekönigin küsste Kai nochmals. Und da hatte er die kleine Gerda, die Großmutter und alle daheim vergessen. »Nun bekommst du keine Küsse mehr«, sagte sie, »denn sonst küsse ich dich tot.« Und sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder. Unter ihnen sauste der kalte Wind, die Wölfe heulten, der Schnee knirschte und darüber flogen die schwarzen, schreienden Krähen hin. Aber hoch oben schien der Mond, so klar, und von dort aus betrachtete Kai die lange, lange Winternacht. Am Tag schlief er zu Füßen der Schneekönigin. Dritte Geschichte. Der Blumengarten bei der Frau, die zaubern konnte. Aber wie erging es der kleinen Gerda, als Kai nicht zurückkehrte? Wo war er doch geblieben? Niemand wusste es, niemand konnte Bescheid geben. Die Knaben erzählten nur, dass sie ihn seinen Schlitten an einen mächtig großen hätten binden sehen, der in die Straße hinein und zum Stadttor hinausgefahren sei. Die kleine Gerda weinte viel und lang. Oh, das waren recht lange, finstere Wintertage. Nun kam der Frühling mit wärmerem Sonnenschein. »Ich mache mich auf«, sagte sie eines Morgens, »und suche Kai.« Es war noch ganz früh. Sie küsste die alte Großmutter, die noch schlief, und ging ganz allein zum Stadttor hinaus und zum Fluss hinunter. Dort kroch sie in ein Boot, das im Schilf lag, stieß vom Ufer ab und ließ sich den Fluss hinuntertreiben. »Vielleicht trägt mich der Fluss zu dem kleinen Kai hin«, dachte Gerda. Und da wurde sie heiterer, richtete sich auf
und betrachtete viele Stunden die schönen grünen Ufer. Schließlich gelangte sie zu einem großen Kirschgarten, in dem ein kleines Haus mit sonderbaren roten und blauen Fenstern stand. Übrigens hatte es ein Strohdach. Und draußen waren zwei hölzerne Soldaten, die vor den Vorbeifahrenden das Gewehr schulterten. Gerda rief sie an, denn sie glaubte, sie wären lebendig, aber sie antwortete natürlich nicht. Sie kam ihnen ganz nahe. Der Fluss trieb das Boot genau auf das Land zu. Gerda rief noch lauter, und da kam eine alte, alte Frau aus dem Hause, die sich auf einen Krückstock stützte. Sie hatte einen großen Sonnenhut auf und der war mit den schönsten Blumen bemalt. Du kleines, armes Kind, sagte die alte Frau. Und dann ging sie in das Wasser hinein, erfasste mit ihrem Krückstock das Boot, zog es an Land und hob die kleine Gerda heraus. Komm doch und erzähle mir, wer du bist und wie du hierher gekommen bist, sagte sie. Und Gerda erzählte ihr alles, und die Alte schüttelte den Kopf und sagte, Dann nahm sie Gerda bei der Hand, sie gingen in das kleine Haus hinein, und die alte Frau schloss die Tür zu. Die Fenster lagen sehr hoch, und die Scheiben waren rot, blau und gelb. Das Tageslicht schien in allen Farben so sonderbar herein. Auf dem Tisch standen die schönsten Kirschen, und Gerda aß davon, so viel sie wollte. Während sie aß, kämmte die alte Frau ihr Haar mit einem goldenen Kamm, und das Haar ringelte sich und glänzte so herrlich gelb ringsum, das kleine freundliche Antlitz, das so rund war und wie eine Rose aussah. »Nach einem so lieben kleinen Mädchen habe ich mich schon lange gesehnt«, sagte die Alte. »Nun wirst du sehen, wie gut wir miteinander leben werden.« Und wie sie der kleinen Gerda das Haar kämmte, vergaß Gerda mehr und mehr ihren Pflegebruder Kai. Denn die alte Frau konnte zaubern. Aber eine böse Zauberin war sie nicht. Sie zauberte nur ein wenig zu ihrem Vergnügen und wollte gern die kleine Gerda behalten. Deshalb ging sie in den Garten, streckte ihren Krückstock gegen alle Rosensträucher aus und wie schön sie auch blühten, sie sanken alle in die schwarze Erde hinunter und man konnte nicht sehen, wo sie gestanden hatten. Die Alte fürchtete, dass Gerda, wenn sie die Rosen erblickte, an ihre eigenen denken, sich dann des kleinen Kai erinnern und davonlaufen könnte. Nun führte sie Gerda hinaus in den Blumengarten. Was war das für ein Duft und eine Herrlichkeit! Blumen aus allen Jahreszeiten standen hier im prächtigsten Flor. Kein Bilderbuch konnte bunter und schöner sein. Gerda sprang vor Freude in die Höhe und spielte, bis die Sonne hinter den hohen Kirschbäumen unterging. Da bekam sie ein schönes Bett mit roten Seidenkissen. Die waren mit Veilchen gestopft und sie schlief und träumte da so herrlich wie eine Königin an ihrem Hochzeitstag. Am nächsten Tag konnte sie wieder mit den Blumen im warmen Sonnenschein spielen und so verflossen viele Tage. Gerda kannte jede Blume, aber wie viele es auch gab, so war ihr doch, als ob eine fehlte. Aber welche? Das wusste sie nicht. Da saß sie eines Tages und betrachtete den Sonnenhut der alten Frau mit den gemalten Blumen. Und die schönste davon war eine Rose. Die Alte hatte vergessen, diese vom Hut wegzunehmen, als sie die anderen in die Erde senkte. Aber so ist es, wenn man die Gedanken nicht immer beisammen hat. »Was sind hier keine Rosen?« sagte Gerda und sprang zwischen die Beete, suchte und suchte, aber da war keine zu finden. Da setzte sie sich hin und weinte. Aber ihre Tränen fielen genau auf eine Stelle, wo ein Rosenstrauch versunken war. Und als die warmen Tränen die Erde bewässerten, schoss der Strauch auf einmal empor, voller Blüten, so wie er versunken war. Und Gerda umarmte ihn, küsste die Rosen und dachte an die herrlichen Rosen daheim. Und damit
auch an den kleinen Kai. »Oh, wie bin ich aufgehalten worden?« sagte das kleine Mädchen. »Ich wollte ja den kleinen Kai suchen.« Und sie lief zum Ende des Gartens. Die Tür war verschlossen, aber sie drückte auf die verrostete Klinke, so dass diese abging. Die Tür sprang auf und die kleine Gerda lief auf die bloßen Füßen in die weite Welt hinaus. Oh, wie waren ihre kleinen Füße so wund und müde. Ringsumher sah es kalt und rau aus, denn es war Herbst geworden. Die langen Weidenblätter waren ganz gelb und der Tau tropfte als Wasser herab. Ein Blatt fiel nach dem anderen ab, nur der Schlehdorn trug noch Früchte. Die waren aber herb und zogen den Mund zusammen. Ho, wie war es grau und schwer in der weiten Welt. Das sind die ersten drei Geschichten gsi. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch später wieder ein, wenn dann die vierte, fünfte, sechste und siebte Geschichte noch erzählt wird. Tschüss miteinander!